So, schaut mal, während meine Frau da hinten Bärlauch checkt, habe ich mir gedacht, ich kenne das Gebiet da und das ist das einzige Gebiet, was ich kenne, wo ein Großbestand von der roten Pestwurz zum Finden ist. Und die rote Pestwurz gehört zu den Frühblühen. Da haben wir die rote Pestwurz, also das sind ihre Blüten. Das Ganze, das stretcht sich, also das wird jetzt in der Blütenzeit kann bis, also bleibt so zwischen 10 und 40 cm und wird aber dann bis zu 1,20 m, wenn sie sich zum Fruchtstand aufwächst, aufbläht. Also das hat dann so Schirmchenflieger aus Früchte und das kann wirklich beachtlich werden. Besonders die Blätter, was da jetzt eben nur so mini-Glas sind und ein bisschen an einen Huflattich erinnern, die können bis zu 60 cm groß werden. Also das kann man dann in echt als Regenschirm verwenden. Sie wächst voll gern am Wasser und zum Teil sogar im Wasser. Das ist ein bisschen ein Unterschied zur weißen Pestwurz, die gibt es ja auch. Die schaut in der Blüte relativ ähnlich aus von der Form. Nur, dass sie eben weiße Blüten hat und wesentlich kleiner bleibt. Besonders aber dann, wenn es an die Fruchtbildung geht, also der Fruchtstand von der weißen ist wesentlich kleiner und auch die Blätter bleiben kleiner. Wie seht ihr, also das ganze Gebiet ist von der roten Pestwurz besiedelt. Da sieht man, wie unterschiedlich groß dass diese. Da sind jetzt die Blüten noch nicht zum Sehen. Das sind die Knospen, das sind die Knospen. Da kommt das Ganze gerade raus. Schauen wir, wo wir wieder Blüten sehen. Das ist auch. Da, Schatz. Da sehen wir jetzt wieder die Blüten selbst. Die Pestwurz selbst. Oh! Da. Ist auch die rote Pestwurz. Also diese Blüten können ebenso rosa-rot-weißlich wirken, also auch das ist die rote Pestwurz. Pestwurz heißt, da sieht man voll schön die Blüten, schaut mal. Pestwurz heißt deshalb, im Mittelalter ist für gegen die Pest und Geschwüre eingesetzt worden, hat nicht funktioniert. Sie ist heute zwar noch in der Schule, also in der Naturheilkunde wird es verwendet für verschiedenste Sachen und es gibt sogar eine bestätigte Wirkung irgendein Antiallergiemittel, weiß ich nicht genau, ich sage auch selten was zu Medizinanwendungen, weil ich das hartlich finde, aber so Unrecht das gehabt haben im Mittelalter, so Recht haben sie eigentlich gehabt, dass doch irgendwas tut. Nichts zum Essen. Und, habe ich irgendwas vergessen, Wasser, Uferbefestigung, macht es ganz gut. Wisst ihr was, ich zeige euch jetzt einfach nochmal ein paar verschiedene Exemplarchen und dann verlinke ich euch wie immer unten in der Beschreibung das auf die Seiten von der Pflanzenvielfalt, wenn es wen interessiert, kann er das nochmal nachlesen. Es gibt dort auch Fotos und Videos, wie denn das dann ausschaut, wenn es groß ist. Da kommt nochmal so ein Trieb. Da sehen wir schon die Blätter am Wachsen. Okay. Also, nichts zum Essen, rote Pestwurz, gibt auch weiße Pestwurz und das Ganze wird eben dann, wenn es denn in die Frucht geht, riesengroß, besonders eben die Blätter. Okay, ich schaue jetzt, wo meine Haseline abgeblieben ist. Und euch wünsche ich wieder ein frohes Erkunden in der Natur. Da gibt es nur eine kleine Zugabe hinten noch. Hat zwar jetzt nichts mehr mit der Pestwurz zu tun, aber das wächst nämlich auch gern an so Bachläufen. Und es wird einfach voll gern mit der echten Brunnenkresse verwechselt. Aber es ist das bittere Schaumkraut. Ja, es ist ungiftig, aber wenn man es kostet, dann weiß man, wieso sich das nicht durchsetzt am Markt. Also Brunnenkresse kann man ja kaufen. Muss man kosten. Ich verlinke euch unten, oben in der Infobox, gibt es eh schon ein Video dazu, das verlinke ich euch. Okay, aber falls ihr über das stolpert, eben im Pestwurzgebiet, kosten, aber meistens ist das bittere Schaumkraut und nicht die gewünschte Brunnenkresse. Super Zufall, weiße Pestwurz hat sich da schnell angeboten, dass ich es auch noch herzeige.
Im Unterschied zur roten Pestwurz, da habe ich erst gemerkt, da habe ich im anderen Video nicht gescheit weitergeredet, die weiße Pestwurz, die ist nicht so wassernah brauchend. Also die wächst, also das ist da ein Straßenrand, die wächst da gerne einfach zwar feucht, aber es muss nicht so nass sein. Die rote Pestwurz, die wächst oft wirklich direkt am, beziehungsweise sogar im Wasser. Und ihr seht, es gibt zwar natürlich eine Verwandtschaft von der Optik und dennoch schaut es anders aus. Also besonders weiß, klar. Ja. Und die Blätter, die was dann auch da erst nachher richtig kommen, die bleiben wesentlich kleiner. Nichts zum Essen. Ich kann es nicht aussprechen. Pyro, irgendwas, Alkaloide sind das Problem. Das, was auch im Huflattich im Wüden drinnen ist, das, was im Porridge drinnen ist. Aber wenn man nicht viel oder ständig davon isst, dann, also das ist ein leberschädigendes Gift. Aber die Pestwurz ist eigentlich von der Speiseversorgung ausgeschlossen. Okay, super, jetzt habe ich die auch noch erwischt.